Also, das ist die Nelly. Der da ist der André. So, jetzt fahren wir mal von dem Platz hier weg. Nelly, du wolltest was erzählen? Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir wollten 2 Tage bleiben und es waren, wie viel waren es, André? Also 16 oder 17, fast 2 Wochen. Ja. Nee, es waren 2 Wochen. Wir sind am Freitag gekommen und genau und 14 Tage geblieben. Wahnsinn. Haben wir den neuen Platz ja eingeweiht. Wir waren viel am Meer, wir haben die Meerluft geschnuppert. Es war allerdings auch wieder viel Wind, aber es ging. Es war wesentlich wärmer als ein Bravo Playa, würde ich sagen. Und ich war 2-mal im Wasser, André war 1-mal im Wasser und es war wunderschön. Und das Wasser, das glänzt so und spiegelt sich und oh, ich bin ganz begeistert. Also wirklich. Und die Rezeptionistin war super nett. Es gab nichts, was sie nicht erledigen konnte. Die Reinigungsleute waren ja super. Ja, der Hausmeister hier, der alles sauber gehalten hat, war super. Oder wie man sagt, ja. Also es war super. So, was machen wir jetzt? Also jetzt geht's weiter. Lass mich ins große Buch. Wir wollen in die weiße Stadt nach Mojácar fahren. Nach Mojácar, ja. Mojácar. Unser Ziel ist, heute Abend einen Flamenco-Abend mitzumachen. Und hoffentlich haben sie auch noch Plätze. Ich bin so vertiert drauf, diesen Flamenco-Spieler zu beobachten. Und ich weiß jetzt schon, mit welcher Leichtigkeit, wenn ich meine Finger verrenken muss und ich bin ja noch am Anfang. Naja, dann machen wir wieder einen kurzen Bericht jetzt über die Stadt, über Mojácar. Waren wir letztes Jahr schon, haben einen kurzen Bericht gemacht. Dann kommt noch mal was. Okay, also bis später. Ich habe das Fenster aufgemacht. Ich gucke jetzt durch mein Fenster hier. Ja, aufs Meer. Ich habe die neueste Wohnung, die schönste Wohnung. Die schönste Finca. Und hier ist unser Schlafzimmer. Da ist unser Schlafzimmer. Hier ist unser Esszimmer. Jetzt erlebt ihr einen nächsten Sonnenaufgang mit. Das ist ein Sonnenaufgang von Gibraltar oder bei Gibraltar. Als Beweis dient natürlich der große Felsen und der Flugplatz davor. Kleine Stadt. Aber die Wolken haben es heute in sich. Will ich nochmal zurückgehen zum Sonnenaufgang. Und einen Überblick mal über den Wohnmobilstellplatz, den es hier am Hafen gibt. Jetzt ist er gelandet. Tolle Foto. Jetzt rollt sie zum Ausstieg, sagen wir mal so. Flughafengebäude. Guten Morgen, der dritte Tag, Gibraltar.
Andalusien. Hurra, wir kriegen Wasser. Von oben. Na, die Wasserknappheit wird dadurch nicht besiegelt, aber hier regnet es richtig gut mal. Und der Wind. Jetzt muss ich mal umdrehen, damit man sieht. Und sie wäscht da hinten ab, das Wasser ist damit nicht gemeint. So, jetzt drehe ich mal um. Also unsere Scheibe könnte dadurch heute mal sauber werden wieder. Versuchen wir es mal. Oh, eine Nässe ist hier draußen. Ein Sturm. Ein Sturm. Das regnet hier. Und der Rock auch im Regen. Also nicht der Rock, sondern der Berg. Wo ist denn überhaupt der Berg? Sehe ich jetzt gar nicht. So ein Mist. Ach, den sieht man hier hinten gar nicht. Der ist völlig in Wolken drin. Naja, die Wohnmobile stellen sich schon so hin, dass sie geschützt miteinander stehen. Das wackelt hier in den Dingern. Ich muss wieder zurück ins Auto. Das wird alles nass hier. Mal sehen. Wir fahren heute weiter nach in Richtung Scipione. Das passt. Hey, ist schon wieder alles zu. Seht ihr das? Ich muss mal richtig hier ein bisschen noch sprühen, damit der ganze Wüstenstaub weggeht. Aber heute kann ich ihn mal vorne richtig abwaschen. Also bis dann. Ja, hier sind wir bei Scipione auf unserem Campingplatz. Der Campingplatz ist dort ein Stückchen weiter weg. Wenn wir zum Meer runter wollen, müssen wir hier durch den Tunnel gehen. Oh, Nelly ist im Wasser. Oh, heute ist ganz schöner Wind noch hier unten. Ja, was sehen wir hier? Schöne Muschel mit einem Loch drin. Wunderbar. Das Wasser ist ja relativ warm. Da kann man 2-3 Tage können wir baden, André. Ja, in 2-3 Tagen gehen wir baden hier. So sieht es nach hinten aus. Ach die Scheiße. Ach, wunderschön. Und was hier liegt, hier wiederum? Schöne Muscheln. Schöne Aufnahmen. Im Moment ist hier die Flut im Kommen. Sieht man auch, kommt immer wieder höher. Meine Schuhe musste ich schön wegstellen. Naja. So, die Flut steigt immer höher. Wir werden gleich weggespült. Der große Kaktus. Tolle Sache. Komm mal her. Na, willst du was von uns zu fressen haben? Das Maultier, wa? Und so sieht der Strand bei Eppe aus. Wahnsinn. Das Wasser ist ja hier um 30 Meter fast zurückgegangen. Jetzt zoome ich mal ran, jetzt sieht man die ganzen Steine im Wasser, überall. Man sieht auch da hinten Scipione, die schöne Stadt, im Leuchtturm. Hier ist die Nelly von hinten, die Nelly macht wieder Wäsche. Und wir haben hier eine Wagenburg gebaut, damit uns der Wind ein bisschen in Ruhe lässt. Die Sonne haben wir ja da oben, die braucht man nicht. Aber uns geht es hier gut, man sieht's. Oh, die Ebbe schlägt ja auch ein bisschen zu. Jetzt haben wir die Bruder freigelegt, dann zum Schluss. Yes.
Stellplatz in Scipiona gleich am Hafen. Und der ist im Moment auch leer. Heute weht ein ganz schöner Wind, aber der Atlantik sieht nicht so schlimm aus. Hier ist die Promenade von Scipiona und hier hinten kann man sich auch mit dem Wohnmobil noch hinstellen. Also es gibt hier genügend Stellen, Flächen. Man braucht sich keine Gedanken machen, dass man hier nicht stehen kann. Jetzt haben wir eben hier. Und man sieht es. Und das hier ist das Gebäude von Scipiona. Sollen wir mal hier in Scipiona? Ach ja, das ist doch die Nelly. Da gehe ich aber trotzdem hin. Von wegen Scipiona. Das bin ich. Ach so. Na, die Gassen sind ja hübsch. Die haben wir letztes Jahr Fasching gefeiert. Die sind angelegt worden hier, um Fische zu fangen. Man hat diese Vierecke, die man so sieht. Also bei Flut laufen die voll Wasser. Da gehen auch die Fische rein. Und wenn die Flut weg ist, dann sind natürlich nur noch die Becken dort gefüllt mit kniehohem Wasser. Da gehen sie mit ihren Gummihosen rein und spießen Fische auf. Jetzt muss ich mal gucken, ob man das hier sieht. Seht ihr das hier? Da haben die so eine Gabel. Die fangen da irgendwie ihre Fische. Und das auch bei Nacht. Und spießen sie auf. Gut. So, jetzt haben wir den Leuchtturm mal ziemlich nah. Ein riesen Exerzitienhaus hier mit einem riesen Garten hinten. Die Nelly mit kurzen Haaren. Flamenco-Spieler auf alle Fälle. 2022, gell? Ganz neu. Ja, riesen Metallkrabben haben sie hier aufgebaut. Richtig toll. Und jetzt gehen wir mal hier hoch, den. Ah, die Sonne steht genau neben dem Leuchtturm. Naja. So, und jetzt werden wir nochmal anzoomen. Damit die Richtung geht. Menschengröße. Ach so. Jetzt werden die Frauen von den Krabben angefallen. Ah, nein! Doch nicht so rum, ihr müsst gegen die Krabben kämpfen. Jetzt wird sie gefressen. Ab! Jetzt kämpft Nelly mit der Krabbe. Nicht anfassen, die Krabbe.